Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Mini-Klangwunder. Ich möchte euch heute vorstellen einen In-Ear-Kopfhörer und zwar von, man sieht schon, Fischer Amts. Wer sich hier so ein bisschen auskennt, das sind die Rupture, die aktuellen Flaggschiffe aus dem Bereich Universal Fit. Das heißt, Fischer Amts, die machen auch so Custom In-Ears. Das sind nämlich eher, ja, In-Ear-Kopfhörer, die sich Musiker so anschaffen für eine Bühnenpräsenz. Aber ich denke, die sind insofern unterschätzt und deswegen wollte ich die unbedingt mal vorstellen. Die braucht man nicht nur auf der Bühne. Die kann man zu Hause auch hervorragend tragen oder auch so als Consumer, so wie ich, Musikgenießer. Ja, kann ich die genauso nutzen? Warum denn nicht? Es gibt genug, also In-Ears, die über das Ohr gelegt werden mittlerweile, die absolut im Heimbereich angekommen sind. Also die Fischer-Amts, das sind jetzt keine Bühnenspezialisten unbedingt mehr. Ja, ich finde das Köfferchen total genial, weil da ist ja alles drin, was man braucht. Auch hier schön mit so einer, ja, wie nennt man das hier, so einem Schaumstoff drin. Akustik, sieht aus wie Akustikschaumstoff. Allen voran Fischer-Amts. Sticker, finde ich total klasse. Dann habe ich hier noch ein Faltblättchen, Englisch-Deutsch. Und zwar gibt dieses Faltblättchen Auskunft darüber, wie die Kopfhörer angeschlossen werden, wie ich die ins Ohr einsetze, wie ich die säubere. Denn da ist auch ein kleines, ich nenne es mal Werkzeug bei, um die zu säubern. Hier nochmal jetzt, so kommt das Ganze in etwa an. Ich habe die natürlich schon mal ausgepackt gehabt, jetzt fallen die mir raus, deswegen konnte ich das jetzt nicht ganz senkrecht stellen. Aber ich möchte mal hier bei den Tipps anfangen, die mitgeliefert werden. Die werden in so einer Dose geliefert. Ja, so ein bisschen unsortiert, das stört mich aber gar nicht. Viel wichtiger ist hier, aufpassen, dass da ist schon was rausgefallen. So, hier ist nämlich dieses, ja, Werkzeug, die Borsten dort und viel wichtiger ist auf der. Hoffentlich sieht man es jetzt hier. Schwierig, weil das ist so klein, das Drähtchen. Also man sieht es eigentlich gar nicht, aber hier ist so ein kleiner Draht dran. Und da kann ich halt die Gänge in den Röhrchen der In-Ears säubern, von Schmutz befreien. Und dann gibt es hier etliche Einsätze. Double Flange, hier gibt es dann so eine. Ja, Foamies sind dabei, ganz normale Silikoneinsätze, was ich auch total gut finde. Silikoneinsätze, ich versuche mal so zu zeigen, die sind quasi rechteckig ausgeführt. Ja, vielleicht sieht man es so einigermaßen. Sitzen auch super bei mir im Ohr. Die Form macht schon echt viel aus. Da muss man einfach mit rumprobieren. Das ist nicht so einfach irgendein Tipp drauf und dann sitzt er schon und dann ist gut. Was ich total genial finde, ich nehme die jetzt hier mal raus. Also hier ist noch so eine kleine Canvas-Tasche bei. Was ich total genial finde, ich habe hier, man sieht das wie bei fast jedem In-Ear, muss man ein bisschen auseinanderklamüsern das Ganze. Ja, so. So sehen die aus. Das ist jetzt mal ein Gehäuse. So, und dieser Tipp da drauf. Ja, das ist ein. Sieht man noch, kann man noch ein bisschen reingucken ins Gehäuse. Da sieht man die Balanced Armaturtreiber, die zwei Stück. Beziehungsweise vier Stück sind es ja. Also zwei für Bässe, zwei für Mitten- und Hochton. Also es ist ein reiner Balanced Armaturtreiber in ihr. Ja, jetzt habe ich ja wieder mal aufgehört mitten im Satz und zwar die Tipps, da kam es mir drauf an. Die sind richtig groß. Das sind XL-Tipps von Fisher Amp. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das sind die größten Tipps, die ich bis jetzt hatte. Und auf der AudioVista, als ich dir das erste Mal gehört habe, da bin ich ja geplättet gewesen, dass es so eine Tipps gibt und ich habe die dann gleich mal auf ein paar geschenkt bekommen, um mal zu testen. Die funktionieren auch bei anderen In-Ears sehr gut. So, wenn ich die jetzt einsetze, das ist der Knaller. Ich setze die ein in meine Ohren, zack,
dichten so gut ab, dass ich mich quasi jetzt schon gar nicht mehr höre. Hier von der Seite mein Ohr zu sehen, liegt schon drüber, sitzt drin, fast unmerkbar. Auf der anderen Seite das Gleiche, weil die Tipps einfach so dermaßen meinen Gehörgang schon im Anfangsbereich abdichten und so super sitzen, das hat mich echt geplättet bei denen. Jetzt kann man sagen, die Tipps, kann man die auf jedem In-Ear drauf machen. Möglich, aber nicht jeder In-Ear klingt gut, wenn man den so einsetzt, dass er relativ weit vorne ist. Und bei den Rapture, mit den Tipps, für mich der Knaller. Absolut der Knaller. Ich weiß, die kosten, wenn man die bei Fisherarms kauft, knapp 500 Euro. Aber da sage ich jetzt mal, es gibt auch andere Mitbewerber. So ein FIO FH7 kostet, glaube ich, auch 500 Euro. Ein Ibanez IT04 kostet sogar 600 Euro. Also das ist jetzt kein Bereich, wo ich schlucke und sage, um Gottes Willen, das ist ja ganz schön teuer. Nein, ist es nicht, weil hier als Spezialist für die Bühne, für Musiker, 500 Euro, diese Qualität, was klanglich dabei rauskommt, das ist echt der Knaller. So, und jetzt ist es ja so, gerade bei Musikern ist es oft so, dass es da Spezialisten gibt. Wer singt, möchte den Gesang vorwiegend im Ohr haben. Wer Drums und ja, E-Gitarre hat, der braucht viel Kick für diesen dann Gesang. Ist der Gesang nicht unbedingt ganz so im Vordergrund, nicht vielleicht auch der Hochton nicht so. Es gibt schon In-Ears, auch bei Fisherarms, die ich mir angehört, die gefiel mir persönlich nicht, weil, und jetzt sage ich ganz offen, warum, ich möchte ja mit denen Musik hören. Ich bin ja kein Musiker. Und ja, die Rapture, die haben mich so umgehauen. Ich habe die eingesetzt und gehört und habe gedacht, boah, die hast du noch nie gehört. Fisherarms kannte ich zwar, aber irgendwie war das für mich so, naja, es ist ein Spezialmusiker. Eigentlich brauche ich das nicht. Weil ich habe mal so zwei, drei In-Ears gehört von Bekannten. Der eine spielt Bass, der andere ist Sänger und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil das war so zu fokussiert auf nur eine Sache. Und bei denen ist das richtig gut. Und trotzdem kann ich den Gesang super raushören. Ich kann Instrumente super raushören, separieren gut. Und lustigerweise kann ich bei denen sogar richtig von Bühne reden. Also richtig tolle Bühnendarstellung. Weiß ich nicht, habe ich sonst recht selten bei In-Ear-Kopfhörern, dass ich das Gefühl habe, ich habe auch so eine richtige Bühne, einen richtigen Raum vor mir. Das klappt gut. Jetzt kann ich orakeln, ob das klappt, weil ich die nicht so tief ins Ohr drücken muss, aufgrund der Tipps. Oder ob das einfach wirklich, ja, eben so ein Geheimnis vom Fischeramts ist bei denen. Bei mir ist es zumindest so. Man muss es eh selber ausprobieren. Mir sagen die richtig zu. Die haben, wie ich es ganz häufig benutze, einen sehr authentischen Klangcharakter. Ich würde die noch nicht mal zwingend in Richtung spaßig einsortieren, denn die haben einen sehr schönen Bass, auch sehr schön Tiefbass, durch die Balance-Armaturen sehr zackig, ja, also so richtig weiche Bässe, wie man so von dynamischen Treibern gewohnt sind, können die auch gut reproduzieren, aber die haben jetzt nicht so ein Nachschwingverhalten. Die sind sehr auf den Punkt. Und ich hatte vorhin schon mal ein bisschen damit reingehört und quer gehört und bleibe wieder bei meinem Stück hängen, was ich immer wieder so heranziehe und nutze. Das ist von Jeff Cascaro, Beale Street. Da geht er schon gleich los am Anfang mit einem Schlagzeug, was sich meldet, was sehr dynamisch losgeht, wo die Attack stimmen muss. Total genial. Das hört sich fast an, als wenn man da wirklich mit auf der Bühne steht und zuhört, so mittendrin ist. Zwar relativ intim, aber das knallt richtig. Also das ist richtig mitreißend, möchte ich es mal nennen. Ja, was brauchen die zum Antreiben? Also man kann die auch am Smartphone nutzen. Kann man machen. Die liegen halt bei, ja, ich muss mal ein bisschen schmulen. Fisherarms macht sich's nicht einfach. Die sagen nicht einfach, der hat so und so viel Wirkungsgrad, dann hat sich das. Die geben richtig die Frequenzbereiche an. 100 Hertz, 1 Kilohertz, 10 Kilohertz. Und natürlich reagieren die da ein bisschen anders. Die sind so abgestimmt. Die Impedanzen sind dann auch ein bisschen anders. Also messtechnisch ermitteln die das. Und so ist es so, dass bei 100 Hertz haben die 118 dB. Bei
1 kHz 112 und bei 10 kHz 115 dB. Das heißt, ich habe schon so eine kleine Senke drin. Ich mache es mal so unter meinem Kopf. Also im Bassbereich ein bisschen höheren Wirkungsgrad, dann geht das ein bisschen runter und geht im Hochton wieder ein bisschen hoch. Also so eine, man könnte jetzt sagen, Badewannenabstimmung. Das stimmt aber so gar nicht. Also das ist jetzt keine typische Badewanne, irgendwie so Bass und Treble Head und Gesang ist weg. Nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass am Smartphone die schon richtig geil klingen. Also ich brauche da fast nichts anderes. Profitieren die jetzt von einem größeren DAB? Da möchte ich jetzt fast auch sagen, nö. Da bin ich ganz ehrlich, Fischer Amps liefert auch einen ganz normalen 3,5 mm unbalanced Klinkestecker mit. Hier nichts Besonderes. Ich kann da natürlich auch ein Balance-Kabel dran machen, klar, aber ich habe es ausprobiert. Ich habe zwei, drei Kabel da, die hier dran passen. Das ist ein 2-Pin-Stecker. Sie werden dann deutlich lauter, weil eben symmetrische Zuspielung. Damit wird der Regelbereich aber auch sofort ein bisschen schwieriger. Kann ich nicht mehr am Smartphone betreiben. Klar, da nehme ich einen DAB. Bei dem Wirkungsgrad kann ich ganz ehrlich sagen, da reicht völlig 3,5 mm Klinke. Da werdet ihr auch mit einem ganz normalen Smartphone, selbst mit einem kleinen Fio M6, kann man die richtig gut hören. Also überhaupt kein Problem. Oder mit einem ES100, wenn man den jetzt nimmt als Ansteckverstärker und dann streamt. Perfekt. Also die Fischer Amps sind, die Rapture, die sind für mich quasi wie gemacht. Ich muss hier nochmal einsetzen, weil klanglich ist das eine, aber vom Sitz, also wenn ich den einsetze, ich kann das gar nicht so beschreiben, der saugt sich förmlich an und jetzt nicht nur aufgrund dieses großen Tipps, der sich immer im Gehörgang so ansaugt, sondern auch an der Concha. Also es liegt so an, als wenn die schon für mich gemacht sind. Als wenn das schon quasi Custom-Ears sind. Entweder sagt mir das, dass ich tatsächlich ein Ohr habe, so 0815 Standard, 80% aller Menschen passen in so ein Schema rein. Aber wenn das so ist, absolut genial. Also das passt wirklich. Ich kann ja auch, das ist so immer mein Test, sieht jetzt martialisch aus, aber ich kann wirklich so draufdrücken, also richtig draufdrücken, und merke im Ohr nicht, dass irgendwo eine Stelle ist, wo jetzt genau auf einem Punkt plötzlich so ein Druckpunkt entsteht. Sondern das ganze Gehäuse drückt sich an mein Ohr ran und ich kann auch feste drücken. Na klar wird dann der Druck im Ohr ein bisschen größer, also mechanisch. Aber es schmerzt nicht. Ja, und das ist jetzt so ein kleiner Mini-Test oder zumindest das, was ich immer wieder feststelle. Wenn ich so eine In-Ears mir in die Ohren packe und mich abends ins Bett lege und dann schon mal auf die Seite drehe, ja, und einschlafe, dann kann es vorkommen, dass ich irgendwann aufwache und schmerzt mir das Ohr dermaßen, weil über längere Zeit irgendwo was gedrückt hat. Das habe ich bei denen gar nicht. Überhaupt nicht. Oder aber ich habe die dann im Ohr, liege drauf oder liege irgendwie schräg und dann kriegen die keinen richtigen Seal mehr. Weil das immer, die verschieben sich so ein bisschen, weil sie eben nicht hundertprozentig passen. Das ist auch hier nicht der Fall. Also egal, wie ich mich drehe, wende, wenn ich den Kopf drehe und hin und her mache, der Seal bleibt, selbst wenn ich damit draußen mit den Öffentlichen fahre und die drin habe und auch mal schneller gehe, dann muss ich doch Ben Ibers Oetel 04, die ich habe, immer mal wieder so ein bisschen nachdrücken. Oder bei den FH7, Fio FH7 auch, da muss ich so ganz, obwohl die schon besser sitzen, aber die sitzen perfekt. Also ich habe schon geschafft, zu Hause einsetzen, Musik hören, auf der Arbeit ankommen und gar nicht mehr, ich habe gar nicht gemerkt, dass die drinnen sitzen und das klang alle super. Ich brauche doch kein aktives Noise Cancelling, weil die so viel passiv schon wegdrücken. Da habe ich den dann erst auf der Arbeit, nachdem ich quasi meine Jacke ausgezogen habe, gemerkt, oh, blöd gelaufen, du solltest mal die In-Ears rausnehmen, weil die einfach so perfekt gesessen oder sitzen, nicht gesessen haben, sondern die sitzen immer so perfekt, ja, dass ich die, also das sind meine Referenzkopfhörer im rein Balance-Bereich mit Gehäusen, die bei mir so genial passen und die sind nicht extra angefertigt,
dass ich sage, ja, die, ich komme da gar nicht drum rum, die werde ich auch behalten und da müssen sich viele andere in Zukunft messen mit diesen Kopfhörern, mit den In-Ears. Ja, so viel zu den Fisher Ames Rupture. Ich habe jetzt auch wieder recht lange erzählt. Ob euch das jetzt geholfen hat, kann ich nicht genau sagen, weil wie immer, Klang ist was sehr Individuelles, wie man das wahrnimmt. Bei mir passt das einfach super. Gut mit dem Kabel, das ist bei In-Ears immer so. Es gibt die besseren und schlechteren. Das sah vorhin schlimm aus beim Auseinandernehmen, ist es aber gar nicht. Das Kabel ist wirklich gut. Das ist auch ein sehr dünnes Kabel. No-Nonsense-Kabel, sage ich mal dazu. Also nicht irgendwie Zentimeter dick geflochten. Brauchen die gar nicht. Das sind Kopfhörer. Die sind einfach technisch hervorragend, minimalistisch gefertigt im Sinne von, die wollen nicht zeigen, dass sie da sind und wie toll die aussehen, sondern die machen einfach alles toll, was sie sollen, nämlich perfekten Klang liefern, richtig gut sitzen, ja, und Spaß bringen. Das ist das Wichtigste. In dem Sinn würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu einfach unten in die Kommentare ein bisschen was schreibt. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen gemacht mit Fisher Ames Kopfhörer. Schreibt einfach rein. Vielleicht gibt es ja auch noch andere, die ich noch nicht gehört habe. Die versuche ich mir dann auch mal kommen zu lassen. Also gerne ein paar Anregungen von euch. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.